Bums, das war der nächste Einschlag. Vorgestern Salesforce, gestern Dell. Die Zahlen enttäuschen, die Aktien werden abverkauft. Mit anderen Worten, im Goldrausch stellt sich langsam raus, dass die Goldsucher zu wenig Gold finden, um die Euphorie, um den Hype, der vorher passiert ist, mit extremen Kurssteigerungen auch nur im Ansatz zu rechtfertigen. Das Ganze hat gestern die Stimmung ein bisschen verhagelt und heute müssen die Inflationsdaten, gemeint sind die PCE, Personal Consumption Expenditure Daten aus dem April, ist jetzt schon ziemlich lange her, wir haben heute den letzten Handelstag im Mai oder den letzten Mai-Tag, also das sind Daten, die schon ein bisschen, nicht mehr ganz so frisch sind, aber die Märkte hoffen, Mensch, gib uns hier eine etwas niedrigere Inflationszahl, sodass wir dann die Hoffnung nicht begraben müssen, dass die Fed in diesem Jahr noch die Zinsen senken kann. Die Märkte sind im kurzen Zeitfenster ein bisschen überverkauft. Wir sehen auf der anderen Seite aber massive Trendbrüche, sehen Verkaufssignale, MACD-Kreuzungen in allen vier Indizes, bärische Crosses, wie man im Amerikanischen sagt, in allen großen US-Indizes. Schauen wir uns die Gemengelage mal an und starten mit der Software-Thematik. Gestern iShares Tech-Software-Sektor minus 5,8%. Das ist der größte Abverkauf seit der Finanzkrise. Seit dem Corona-Crash könnte man sagen. Mit Salesforce down 20%. UiPath, eine Aktie, die meine zweitbeste Freundin Cathy Wood noch kurz vor den Zahlen gekauft hat, minus 35%. Okta minus 6%. MongoDB minus 24%. Das Ergebnis sehen wir hier. Das war ein bisschen unschön, was da passiert ist. Das war jetzt nicht das, was sich die KI-Euphoriker versprochen haben. Dann auch politische Meldungen, die ein bisschen wehgetan haben. Nvidia dumps on reports of US government restricting AI chip sales to Middle East. Also gemeint sind solche Länder wie Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und so. Das sind dankbare Käufer, die auch das entsprechende Cash haben, um bei Nvidia mal einzukaufen. Die Meldung sorgte dafür, dass Nvidia dann ins Minus gedreht ist. Ich hatte ja über diesen Hype über Leveraged ETFs bei Nvidia, über Call-Optionen gesprochen. Das Ganze kann aber eben auch anders laufen. Und was diese Meldung zeigt, wie auch die Meldung schon mit den Chip-Export-Beschränkungen für China, wie mit dieser ganzen Taiwan-Geschichte, das größte Risiko für Nvidia ist übergeordnet ein politisches Risiko für die Amerikaner, ist dieses sind diese Chips sozusagen ein Machtmittel, ein Mittel, um ihre Überlegenheit, um ihre Dominanz in der Welt zu behalten. Dementsprechend wird man da sehr genau aufpassen, ja, wohin verkauft denn Nvidia seine Chips? Wir haben ja auffälligerweise 4% der Umsätze gehen über Singapur, wo man nicht genau weiß, naja, geht das vielleicht doch nach China? Jedenfalls, das ist das große politische Risiko, das Nvidia hat, neben der Tatsache, dass irgendwann eben den Schaufelkäufern klar wird, dass nicht genug Gold gefunden werden kann, sodass man auf den Kauf zu teurer Schaufeln verzichten wird. Das genau ist das Thema in dieser KI-Euphorie. Das Ergebnis sehen wir hier, Microsoft, minus 2,3%. Wenn Sie unten mal gucken im Chart, das ist die größte negative Kerze seit längerer Zeit. Nur Apple positiv. Wir sehen dann Salesforce minus 20% und so weiter, Qualcomm auch relativ deutlich im Minus. Also die ganzen Tech-Werte waren es, die gestern vor allem die Indizes nach unten gezogen haben. Dementsprechend sehen wir der Nasdaq gestern der schwächste Index mit gut 1%. Dagegen der Russell 2000 Small Caps sogar im Plus 0,82%. Das war der beste Tag für diese Nebenwerte in Relation zum Nasdaq seit 6 Wochen. Warum will ich gleich zeigen, also warum diese Small Caps besser performt haben. Auf jeden Fall sehen wir, dass 20% der S&P 500 Aktien jetzt ein neues 3-Monats-Tief gemacht haben. Das ist der höchste Wert seit Oktober, also seit dem Tiefpunkt dieser Korrektur, die wir gesehen hatten vor dieser massiven Rallye, die eben sehr stark KI getrieben war, neben der immer wieder aufkommenden Hoffnung, ah, sie werden bestimmt die Zinsen senken, wenn nicht in diesem Jahr, dann im Jahr 3621. Und eine Hoffnung,
Hoffnung hier bei den Märkten war auch Dell. Die Aktie ist ja besser gelaufen seit Jahresbeginn als Nvidia. Das muss man erst mal schaffen, meine Damen und Herren. Und gestern kamen die Zahlen und siehe da, es ging nicht so ganz gut. Hier sehen wir mal den Chartverlauf. Die Aktie mit einer extremen Bewegung nach oben. Viagra hoch 2, könnte man sagen. Dell dann allerdings nachbörslich mal knapp 18% im Minus. Dumm gelaufen, könnte man sagen. Warum? Die Zahlen waren gut. Aber es reicht eben nicht, um das, was sozusagen an ewiger Wachstumshoffnung, an Potenzierung von Wachstum eingepreist war. Man stellt so langsam fest, dass diese Dinge zu übertrieben sind, zu overhyped sind, dass die Realität nicht standhalten kann im Vergleich zum vorherigen Hype. Und wir sehen deswegen eben Salesforce bisher zweitgrößter Abverkauf von S&P 500 Unternehmen nach Zahlen. Mal sehen, ob mindestens Dell heute den zweiten Platz von Salesforce erobern wird, je nachdem, wie das Ganze heute läuft. Also wir sehen, da ist jetzt plötzlich Riesenenttäuschung da. Kein Wunder, wie gesagt, nach diesen extremen Verläufen, Kursverläufen. Und es ist eben so, dass der Tech-Sektor 30% Gewichtung hat im S&P 500, also fast ein Drittel. Und gestern waren 9 von 11 Sektoren grün. Nur eben der Tech-Sektor, der war deutlich rot. Und nämlich mit minus 1,6%. Alleine, es hilft nichts, weil das die Indizes dann nach unten treibt. Also jetzt könnte sozusagen spiegelbildlich verkehrt das passieren, was vorher den Indizes geholfen hat. Die meisten Aktien sind gefallen, aber Tech wie Nvidia ist massiv gestiegen. Also sind die Indizes gestiegen. Was passiert, wenn jetzt die Restaktien, die deutlich billiger sind, sich jetzt erholen und die großen Tech-Werte, die ja so maßgeblich gut gelaufen sind, korrigieren? Dann dürften die Indizes trotzdem schwächer sein, auf Indexebene zumindest. Hier sehen wir mal der Anteil von S&P 500 Aktien, die jetzt noch über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, ist jetzt unter 64% gefallen. Das ist der tiefste Stand des bisherigen Jahres. Nvidia hat ihre Märkte immer gerettet, aber wenn dann Reality kommt, dann wird es schwierig, wie hier bei Salesforce. What happens when high expectations and high prices meet reality? Das sehen wir hier. Und Sie wissen ja vielleicht, dass Salesforce ja Exxon abgelöst hat im Dow Jones Index, war damals ein Riesenthema im September 2020. Da wurde Exxon rausgeschmissen und Salesforce kam rein. Exxon war 92 Jahre vorher im Dow und seitdem das passiert ist, seit September 2020 ist Exxon, also die Ölfirma, 237% gestiegen und Salesforce ist 18% im Minus. Dumm gelaufen, könnte man sagen, wie insgesamt der Energiesektor seit Platzen der Technologieblase Dotcom im Jahr 2000 noch besser performt hat als der Tech-Sektor in den letzten 24 Jahren. Kommt einem nicht so vor, ist aber so. Und wir haben ja gesehen, kürzlich Exxon und andere Werte mit Allzeithoch. Übrigens derzeit Ölshorts sind auf Allzeithoch, also da ist sehr viel Short-Positionierung in Öl, weil man sich sagt, naja, der Preis wird fallen, da gibt es aber natürlich immer das Risiko, dass da geopolitisch was passiert und dann die Ölpreise wieder steigen. Heute, jetzt muss es die Inflation retten, sozusagen die PCE-Inflationsdaten. PCE heißt, dass praktisch hier eine andere Gewichtung vorgenommen wird. Bei den CPI-Daten, Consumer Price Index, ist das fest, ist das starr. Da wird ganz klar nach bestimmten Richtlinien hier die Zahl ermittelt. Bei den PCE-Daten ist es so, dass du eine Komponente stärker gewichten kannst, wenn du feststellst, dass die Leute eher diese Produktkategorie kaufen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Damit ist diese Zahl ein bisschen anfälliger, ich sag mal, für statistische Wunder. Hier sehen wir mal die Erwartungen, die hier der Fall sind. Die Märkte gehen davon aus, dass zumindest der Wert zum Vormonat ein Ticken niedriger sein wird. Aber wir sehen, im letzten Monat war das doch schon ziemlich kräftig, was wir hier gesehen haben bei diesen PCE-Daten. Und jetzt haben wir eine interessante Situation. Wir hatten ja gestern das sehr, sehr schwache BIP, meine Damen und Herren, plus 1,3% nur. Das ist eigentlich schon fast Rezession, alles sozusagen unter 1,5. Das ist schon in Richtung Stagnation auf jeden Fall unterwegs. Dabei haben wir immer noch sehr hohe Preiskomponenten, also in Richtung Stagflation. Hier sehen wir mal oben
in diesem Chart etwas sehr Interessantes, dass die Fed Fund Rate, also praktisch die Zinsen, jetzt das erste Mal über dem nominalen BIP sind. Das ist das erste Mal, dass das seit langer Zeit passiert. Und wenn Sie mal gucken, wann sich diese Linien kreuzen, also wenn die weiße Linie unter die blaue fällt, die blaue sind die Zinsen, die weiße Linie ist das Wachstum, dann stehen wir ganz kurz vor einer Rezession, die hier mit diesen rötlichen Geschichten da eingezeichnet sind. Das halte ich für eine sehr interessante Grafik, die zeigt, dass langsam die Zinsen offenkundig zu wirken beginnen in die Wirtschaft hinein. Wir haben gestern ja auch viele schwache Einzelhandelsumsätze, Einzelhandelszahlen gesehen, Kohl's, Best Buy, wie sie alle heißen. Die Fed also bekämpft die Inflation. Think again, so hat es gestern ehemalige New York Fed-Chef Bill Dudley gesagt. Die Fed ist nicht sehr effektiv. So der ehemalige Chef der New Yorker, nämlich Dudley, und gestern dann Williams, der aktuelle Chef der New Yorker Notenbank, sagte dann, Monetary Policy is clearly working how the Fed wants it to work. Gell? Also das funktioniert alles so, wie man das haben wollen, gell? Super spitzenmäßig, wir sind total effektiv. Ja, warum ist ja die Inflation dann noch so hoch? Warum ist die Financial Condition Situation so, wie sie derzeit ist, lockerer als zu dem Zeitpunkt, als die Fed begann, überhaupt die Zinsen anzuheben? Es ist eigentlich, wenn man so will, ein ziemliches Desaster, das Sven Hendrik auf den Punkt bringt. Die Reichen werden immer reicher, eben durch dieses Gelddrucken, Vermögenspreisanstiege, die Mittelklasse wird immer kleiner. Kaum jemand kann sich mehr Häuser leisten und die Vulnerablen und Ärmeren sind eben durch diese Inflation sozusagen stark gedrückt. Wir sehen gerade an den unteren Einkommensschichten, wie schwierig die Situation geworden ist für diese Leute. Und dieser Trend zur Disinflation ist vorbei, weltweit gesehen, wie hier diese Grafiken zeigen. PPI, also Erzeugerpreise, CPI und diese Dinge sind global wieder auf dem Weg nach oben, nach der ja durchaus disinflationären Phase, die wir gesehen haben. Und noch haben wir Inflation, obwohl das Wachstum so schwach ist. Softer Consumer Spending, vor allem in Sachen Discretionary, also die Bereiche, die man jetzt nicht unbedingt braucht, sondern sich eben leistet, wenn man es sich leisten will. Die waren dafür verantwortlich, dass das so schwach ausfiel, dieses BIP. Die Gewinne der Unternehmen minus 1,7%. Das ist etwas, was die Wall Street vielleicht im Hinterkopf hat und haben sollte, wenn es darum geht, warum möglicherweise die Dinge jetzt schwieriger werden in Reaktion auf die Daten gestern, auf die BIP-Daten. Dann die Renditen gefallen und die Zinssenkungserwartungen gestiegen. Alleine den Tech-Werten hat es nicht geholfen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass die US-Firmen in Sachen Profitabilität wirklich noch gut dastehen und jetzt sozusagen wieder auf dem Niveau sind, wo sie auf dem Hoch der Pandemie gewesen sind. Warum ist das so? Weil man offenkundig es geschafft hat, durch Layoffs und also durch Entlassungen und durch Pricing Power, also dass man die Preissetzungsmacht nach wie vor hat, eben die Margen nach oben zu bringen. Was auffällt, die Umsätze sind gar nicht so toll gewachsen, das ist eher stagnierend. Auch die Gewinne eigentlich nicht, würde man mal einige Aktien rauslassen wie Nvidia, dann ist bei den allermeisten S&P oder bei den meisten S&P 500 Firmen die Gewinnentwicklung sogar rückläufig. Aber wir sehen, der Konsument wird jetzt ein bisschen schwächer und vielleicht ist das, was wir am 23. März, letzten Donnerstag, mit dieser Kerze gesehen haben, also immer Donnerstag wird es ein bisschen interessant. Am Freitag kommt dann immer die Rallye, gell? Heute wahrscheinlich auch diese bärische Kerze, dieses bearish engulfing looking more ominous, wie hier gesagt wird. Und ja, man könnte das ja als Control Bar, also als Kontrollkerze bezeichnen. Wir haben es nicht geschafft, diese rote Kerze vom letzten Donnerstag zu egalisieren, zu neutralisieren, sind sogar unter das Tief vom letzten Donnerstag gefallen. Man könnte auch hier böse Zungen erkennen, hier einen Evening Star, also ein Trendwende im Muster, aber das sind böse Zungen im kurzen Zeitfenster. Sehen wir, der S&P 500 durch maßgebliche Trendlinien gefallen. Wir sind jetzt durch das Aprilhoch gefallen, das, wo wir gemacht haben, meine Damen und Herren, mit einer negativen Divergenz. Wir sehen den VIX mit diesem Ausbruch, allerdings dann ein zum Stehen kommen an wichtigen gleitenden Durchschnitten, sodass wir jetzt die Situation haben, dass wir, wie Sie oben in diesem Chart, wo diese schwarze Linie ist, um darauf hinzuweisen, schon ziemlich überverkauft sind, kurzfristig, übergeordnet natürlich überhaupt nicht.
Ja, aber kurzfristig sind wir überverkauft. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass die Renditen gefallen sind. Ein seltsames Muster. Also es würde nicht erstaunen, wenn wir heute versuchen, eine Gegenbewegung zu starten. Wenn wir jetzt mal zu anderen Dingen noch kommen, Geopolitik, wenn man so will. Trump-Anhänger rufen nach Schuldspruch zu Krawallen und Vergeltung auf. Der Donaldo ist ja gestern in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Das dürfte das politische Klima in den USA weiter anheizen, dürfte die Konfrontationsstellung zwischen den verschiedenen oder zwischen den beiden großen Blöcken, wenn man so will, weiter verschärfen. Bin gespannt, wie diese Geschichte ausgehen wird. Am 11. Juli ist die Urteilsverkündung oder ist die Strafverkündung schuldig gesprochen? Ist er? Jetzt ist eben die Frage nur, wie wird die Strafe ausfallen? Trump profitiert kurzfristig erstmal davon, sehr viele Spenden, die da reinmarschieren. Und wer von Trump spricht, muss auch von China sprechen. Hier sehen wir schwache Zahlen jetzt heute Nacht wieder. Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe wieder unter der 50er-Marke. Das war überhaupt nicht erwartet. Auch die Dienstleister schwächer als erwartet. Und geopolitisch auch, China hat jetzt Tariff Breaks on Taiwan Imports sozusagen aufgehoben. Also Zollabsenkungen werden jetzt wieder rückgängig gemacht. Man will damit Taiwan und den neuen Präsidenten Lai bestrafen. Wir sehen, die Chinesen sind ein bisschen sauer wegen die Taiwan. Die Amerikaner dagegen sagen, mit den Chips, gell, die kehren uns, die brauchen die anderen, die werden uns ja dann Konkurrenz machen, das wollen wir nicht. Deswegen empfehle ich diesen Artikel, der nochmal erklärt, warum das für ihn wieder ein echtes Problem werden kann. Bitte gerne teilen über Social Media. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Die Frau Lagarde wird ja nächste Woche die Zinsen senken, aber wenn die Fed irgendwie nicht mitmacht bei den Zinssenkungen, dann kann sich die EZB nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was hier zu erwarten ist in Sachen Zinssenkungen, zweite Empfehlung als Artikel und die dritte und letzte, meine Damen und Herren, das ist der schwache Konsum und die Angst vor Arbeitsplatzverlust, warum die Wirtschaft Chinas nicht auf die Füße kommt. Hat viel mit Immobilienmarkt zu tun. Hier erfahren Sie, warum sich das wohl so schnell nicht ändern wird mit der schwachen Wirtschaft in China. Drei Empfehlungen und 14:30 reinschauen bei den PCE-Daten. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.